Ein märchenhaftes Land liegt zwischen den Städten Nürnberg, Bamberg und Bayreuth. Von der Höhe grüßen Burgen, im Wiesengrund plätschern Bäche. Mühlen klappern und geheimnisvolle Höhlen locken. Die fränkische Schweiz ist Romantik pur. Treten Sie ein in diese bezaubernde Landschaft, in der die Zeit noch stillzustehen scheint. Tief haben sich Wiesent und Trubach, Leinleiter und Eilsbach in die weißen Jura-Kalkfelsen gegraben. Seltene Vögel wie der Wanderfalke und der Uhu nisten hier. Malerisch eingebettet in dieses Naturparadies sind mittelalterliche Städtchen und Burgen wie Pottenstein. Ob mit dem Oldtimer zu Lande oder mit dem Boot zu Wasser, es gibt viele Arten, die fränkische Schweiz zu erkunden. Freunde des Golfspiels finden auf den Jurahöhen anspruchsvolle Parcours. Ein dichtes Netz gepflegter Wanderwege führt zu den Naturschönheiten, von denen schon die Dichter der Romantik schwärmten. So kann man hier beispielsweise auf Viktor von Scheffels Spuren wandeln. Auch Petri-Jünger kommen auf ihre Kosten. Die Wiesent ist ein lohnendes Revier für Fliegenfischer, die Königsdisziplin des Angelns. Das kalte und klare Wasser des Karstflusses behagt Bachforellen und Eschen. Hier finden Sie noch saubere Kiesbänke als Laichgrund. Auch Kajak- und Kanufahrer schätzen die Wiesent als sportliches, aber ungefährliches Wildwasser. Wem die Wiesent zu kalt ist, der findet in der Therme Obersees zwischen Hollfeld und Bayreuth wohlige Wärme. Von der Tropfstein-Dampfgrotte bis zum Außenbecken mit Wasserfällen reichen die Attraktionen. Schöne Aussichten hatten nicht nur die Herren von Rabenstein, die ihr Gemäuer auf einen Felssporn im Ahorntal setzten. Ganze 170 Burgen zählt dieser Landstrich, in dem die Bamberger Fürstbischöfe mit den Markgrafen von Bayreuth und der Reichsstadt Nürnberg um Einfluss stritten. So finden sich hier die Hohenzollernburg Zwernitz, der Lustgarten Sanspareil, Saint-Paré, der Bayreuther Gräfin Wilhelmine, und Burg Pottenstein, auf der die heilige Elisabeth als Witwe lebte. Noch heute wird Schloss Unteraufseß von der Adelsfamilie des Ahnherrn bewohnt. Wahrzeichen der fränkischen Schweiz ist der Bergfried der Ruine Neideck bei Muckendorf. Auf einem bewaldeten Bergrücken bei Heiligenstadt erhebt sich Greifenstein mit seinen sehenswerten Sälen und Sammlungen. Eines der prächtigsten Barockschlösser Frankens ist Seehof bei Memmelsdorf, das sich die Bamberger Bischöfe als Sommersitz bauen ließen. Wanderschäfer mit ihren Herden haben seit dem Mittelalter das Landschaftsbild der fränkischen Schweiz geprägt. Die Fresslust der Tiere hält das Buschwerk nieder und gibt sonnenhungrigen Blumen Licht und Luft. Rund um das Walberla, den sagenumwobenen Tafelberg im Süden der fränkischen Schweiz, blühen im Frühling tausende von Obstbäumen. Hier findet sich bei Pretzfeld das größte Süßkirschenanbaugebiet Europas. 6 Wochen nach der Blüte locken die süßen Früchtchen, die dunkelrot aus dem grünen Blattwerk schimmern. Die Kirschkönigin gibt uns einen ganzen Korb voll mit auf den Weg. Pegnitz ist eine der wenigen Städte, in denen ein Fluss entspringt. Er säumt im Osten und Süden die fränkische Schweiz, ehe er sich bei Fürth mit der Rednitz vereint.
Das Wasser der Karstquellen prägt das hübsche Städtchen am Fuß des Schlossbergs. Über 1000 Höhlen hat das auf der Hochebene versickernde Wasser in den Jurakalk der fränkischen Schweiz gegraben. Wunderwerke der Natur sind die Binghöhle, die Teufels- und die Sophienhöhle. Fantastische Tropfsteinsäulen und turmhohe Säle bilden eine magische Welt. Überirdisch wirkt bald das Herr Neumanns Wallfahrtsbasilika, die den Markt Gößweinstein hoch überragt. Der Baumeister der Würzburger Residenz hat hier sein, neben 14 Heiligen, berühmtestes sakrales Kunstwerk geschaffen. Noch beeindruckter als von der schieren Größe ist der Besucher, wenn er das Gotteshaus betritt. Die klare Gliederung und die geniale Lichtführung lenken den Blick auf den prachtvollen Hochaltar. Seine Form versinnbildlicht die heilige Dreifaltigkeit, der die Kirche geweiht ist. Der Dreifaltigkeit ist auch die Weiße Martha gewidmet, mit fast 5 Metern der größte Bildstock der fränkischen Schweiz. Ein Metzgermeister hat ihn nach der Heilung von schwerer Krankheit gestiftet. So manche Mühle dreht sich noch am plätschernden Bach im Wiesengrund. Heute meist zur Zierde oder zur Stromerzeugung. Früher trieben sie Sägegatter und Schmiedehämmer an. Rüstig wie eh schaufelt sich das Rad der Stadtmühle Weichenfeld durch das Wasser der Wiesent und setzt über lange Riemen die Mahlsteine in Bewegung. Das Getreide liefern die Bauern der Umgebung. Und die Hausfrauen aus der ganzen fränkischen Schweiz holen sich hier das hochgeschätzte Küchlermehl des Müllermeisters Heinrich Werl. Die gute alte Zeit ist auch noch in den beiden Hauptstädten lebendig. Pegnitz im Westen mit seinem schmucken Fachwerkrathaus und Forchheim im Osten mit der ehrwürdigen Kaiserpfalz. Von Mai bis Oktober schnauft jeden Sonntag der Dampfzug durchs Wiesental von Ebermannstadt bis Beringers Mühle. Zur Freude aller nostalgischen Eisenbahnfreunde. Mit Schloss und Weiher bildet der Markt Turnau das nördliche Tor der fränkischen Schweiz. In dieser idyllischen Umgebung siedelten sich schon ab dem 14. Jahrhundert die Töpfer an. 4-mal im Jahr lockt ihr Markt Tausende von Besuchern in den Schlosshof. Besonders beliebt ist der stimmungsvolle Weihnachtsmarkt. Auch im Süden gibt es viel zu sehen, ob auf Burg Pottenstein oder im nahegelegenen Fränkische Schweiz Museum von Tüchersfeld. Das Museum ist in einem Judenhof aus dem 18. Jahrhundert untergebracht. Neben einem Querschnitt durch Geschichte, Kultur und Landschaft birgt es deshalb diesen einzigartigen Schatz, die original erhaltene Synagoge mit Schrein und Tora-Rolle. Levi Strauss lebte in Buttenheim, ehe er in Amerika die Blue Jeans erfand. Sein Geburtshaus ist heute ein Museum, das manches rare Beinkleid zeigt. Kostbar war früher das Wasser, das im porösen Kalk versickert und in wenigen Quellen wieder zutage tritt. Sie können plötzlich versiegen, wenn sich die unterirdischen Ströme andere Wege suchen. Auf diese geologische Besonderheit geht vermutlich der Schmuck der Osterbrunnen zurück. Nach dem Winter wollte man die Quellgottheiten gnädig stimmen, damit sie den Sommer über kräftig sprudelten. Das wäre heute nicht mehr nötig. Doch mit Hingabe putzen die Bewohner der fränkischen Schweiz ihre Dorfbrunnen heraus. Mit Tannenreisig und handbemalten Eiern wird ihnen die Krone aufgesetzt. In diesem Brunnenhaus gibt es sogar eine Osterkrippe. Sie zeigt Jesus mit seinen Jüngern beim letzten Abendmahl. Nicht minder festlich ist das Kleid, mit dem sich die Frauen schmücken, wenn es im Jahresablauf etwas zu feiern gilt.